Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ameisenvideo. Ja, gut. Ich habe es jetzt nicht, wie ich versprochen hatte, geschafft, etwa jeden Monat ein Video rauszubringen. Das lag allerdings auch am Urlaub. Ich war jetzt 2 Wochen in den Herbstferien auf Kreta. Und dort hatte sich noch mehr gezeigt, dass ich einfach ziemlich viel Spaß an der Makrofotografie habe. Und ja, da war es dann halt auch so, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte, so Ameisen-Videos so zu machen und so. Und ja, deswegen ist dies jetzt mein letztes Video. Ich werde mir jetzt bei dem Video natürlich noch mehr Mühe geben. Und wer mich weiterhin verfolgen möchte, kann das auf meinem Instagram-Account machen. RixAmeisen heißt der, demnächst wahrscheinlich anders. Egal, den Link tue ich in die Beschreibung. Und jetzt, ja, fangen wir mal an. Und zwar, im letzten Video möchte ich einfach nochmal all meine Kolonien zeigen und wie es im Moment so bei mir aussieht und natürlich auch noch ein paar Gründe nennen, warum ich aufhöre. Ja, gut, dann fangen wir jetzt mal am besten mit der größten und ältesten Kolonie an. Ja, also das sind natürlich meine Mesobarbarus und es ist jetzt schon eigentlich unmöglich, die ganze Kolonie auf einmal aufs Bild zu bekommen. Hier könnt ihr jetzt das Setup von denen sehen. Und ich bin ganz zufrieden damit. Die haben jetzt im Grunde schon ziemlich allen Nistplatz fast schon wieder ausgefüllt. Diese drei 30x30 Nester aus Beton, zu denen ich eigentlich ein Update, ein Video machen wollte. Das habe ich allerdings selber vermasselt. Ich habe aus Versehen die Dateien gelöscht. Ja, und ich überlege, das Ganze noch weiter nach oben ins Kallax-Regal auszuweiten. Da sind ja noch 2 Fächer frei. Zwar sollen da eigentlich die Arenen der Krematogaster rein. Allerdings, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, das irgendwie noch zu ändern. Besonders, weil die Anlage da oben auch nicht wirklich genutzt wird von mir. Dann kann die vielleicht noch woanders hin. Ja, dann könnt ihr jetzt auch mal einen kleinen Blick in das Nest werfen. Ihr seht da sicherlich, kommt jetzt drauf an, welches Nest es ist, dass es schon recht voll ist. Das oberste Nest ist noch nicht wirklich voll. Allerdings, ja, wenn die jetzt noch mal ein bisschen gefüttert werden und ich die Beheizung ordentlich hinkriege, dann werden die das auch ziemlich schnell ausfüllen. Und in den Arenen ist immer einiges los. Die sind nie wirklich voll und sie haben da jetzt definitiv genügend Platz. Also überlege ich auch, wenn ich noch etwas anschließe, vielleicht sogar nur ein neues Nest anzuschließen und nicht noch eine weitere Arena. Und jetzt seht ihr die Leptothorax-Kolonie. Was das Gebimsel hier drum zu bedeuten hat, erkläre ich euch noch später. Auf jeden Fall seht ihr im Moment nicht wirklich viel. Das Setup von denen hat sich auch nicht wirklich verändert. Ich beheize sie jetzt nicht mehr, das Heizkabel ist hier nur noch an der Seite. Aber wie ihr jetzt im Nest sehen könnt, Brut ist massig vorhanden. Und eine Zeit lang habe ich mich auch gewundert, Mann, warum verpuppen sich diese Larven einfach nicht? Die sind bestimmt schon 3-4 Monate alt. Und da ist mir dann was aufgefallen. Kann es sein, dass Leptothorax tatsächlich die Larven überwintern und die Larven sozusagen ebenfalls einen Biorhythmus haben? Denn als ich die gefangen hatte, haben sie ganz viele Larven gehabt, die haben sich alle verpuppt und danach ist jetzt halt nichts mehr passiert, ne? Ja, alles sehr, sehr sonderbar und falls ihr da eine Ahnung habt, warum und wie das alles so ist, könnt ihr mir da gerne helfen. Ich ja, würde mich über jede Hilfe freuen, weil das ist etwas, was mich wirklich interessiert.
Ja, und dort hinten im alten Formikarium der Mesobarbarus seht ihr jetzt die Krematogaste. Und die haben sich ja echt hammermäßig vermehrt. Also was man so über Krematogaster sagt mit der Vermehrung, stimmt. Und ich bin ziemlich zufrieden mit denen. Also es gefällt mir richtig, wie die wachsen. Und das Thermometer und das Hygrometer hier, das habe ich an der Rückseite nochmal mit Heißkleber abgedichtet in diesen Fassungen hier, weil die dort relativ dünn sind. Und wer die Videos vom Meduin schaut, wird wissen, dass sich Krematogaster da durchknabbern können. Deswegen habe ich die hinten noch abgedichtet. Also ist nur so ein kleiner Tipp an euch, falls da irgendetwas Dünnes aus Plastik ist und ihr Krematogaster haltet, dann dichtet das nochmal besser ab. Ja, ins Nest kann ich jetzt leider nicht wirklich besser rein, denn wie ihr seht, ist da halt leider eine Glasscheibe nochmal zwischen, aber die paar Einblicke hier reichen ja. Es liegt auch noch das ältere Holznest von denen unten in der Arena. Und das wird da auch die ganze Zeit bleiben. Ich werde diese Arena irgendwann halt sozusagen als abgeschlossenes Becken, wo die Krematogaster wirklich alles machen können, was sie wollen, benutzen. Dann kommt da auch noch ein Korkstamm rein. Dann können die da auch nochmal was dran knabbern. Also so ein etwas natürlicheres Becken. Ja, und dann gehen wir jetzt zur letzten Kolonie, die ich noch habe, natürlich die Camponotus nicobarensis, und die stehen ja da drunter. Ja, hier seht ihr jetzt meine Nikos. Die wachsen nicht so unbedingt schnell für Nicobarensis. Also Kolonien wie die vom Naturj, die wachsen schon schneller, und auch ähnliche Camponotus-Arten wie die Camponotus atriceps vom Block Ants auf Instagram wachsen auch viel schneller. Und eine Zeit lang hat mich das echt geärgert und so, und ich habe geguckt, was ich dagegen machen kann. Aber da die Nicobarensis hier immer noch weiter wachsen, gibt es im Grunde keinen wirklichen Grund, sich da wirklich zu beschweren. Also das ist alles Kopfsache und Vergleichen und so, und das ist auch für mich so eine der schlechten Seiten von Instagram und YouTube, dass man anfängt, alles zu vergleichen, auch wenn man das vielleicht nicht möchte. Wenn das natürlich extrem wird, wie das manchmal irgendwie bei so Beauty-Sachen passiert, dann verfallen da Leute in Depressionen. Da bin ich jetzt nicht gefährdet, aber auch bei Ameisen. Ich denke, ihr merkt das sicher auch. Ihr seht die Kolonie von jemand anderes und ihr habt eine Kolonie der gleichen Art und sie wächst nicht so schnell. Und das ärgert einen. Aber solange sie wachsen, und das nicht wirklich schneckenlangsam, gibt es doch gar keinen Grund, sich zu ärgern. Also seid froh darüber, dass ihr so eine Art halten könnt, und ja, zerbrecht euch dann nicht so den Kopf. In die Nester werfen wir jetzt noch einen kleinen Blick, beziehungsweise nur in das eine Nest, was außerhalb der Arena steht. Das andere ist ein bisschen schwerer zugänglich, weil dort die Abdeckung drauf ist und man die schlecht bei den Nikos abmachen kann. Naja, ein Teil des Nestes könnt ihr nicht sehen, weil da Kreppband drüber ist, aber irgendwie muss ich das Heizkabel befestigen. Und ja, also das Nest ist halt voll, wie auch schon vorher. Das andere interne Nest in der anderen Arena, in der neuen, ist auch voll. Und dann wird es jetzt ja mal langsam Zeit, dass die ihr großes Aquarium bekommen. Dazu wollte ich ein Tutorial machen, aber ich werde keins mehr machen. Es gibt jedoch genügend andere. Also ihr werdet da schon nicht irgendwie verzweifeln, weil ihr keinen YouTuber findet, der ein Tutorial über ein Aquarium zum Formikarium gemacht hat. Ja, und dann erkläre ich euch jetzt mal, was es mit dem Schuhkarton und dem kleinen Formikarium um die Leptothorax herum auf sich hat. Ja, neben den Leptothorax steht ja noch so eine kleine Arena,
Und in dieser kleinen Arena sind bei mir zumindest gewöhnlicherweise Gründerkolonien. Jetzt ist es nur eine kleine Kolonie, beziehungsweise der Teil einer großen Kolonie. Und diesen kleinen Teil habe ich auf Kreta gesammelt. In der Kolonie, also ich nenne es jetzt einfach mal Kolonie, ist ja auch eine Kolonie, sind ziemlich viele Königinnen, ich schätze knapp 10, und einige Arbeiterinnen. Und Königinnen und Arbeiterinnen sind ziemlich klein. Ich würde schätzen, dass die Arbeiterinnen 2 mm lang sind und die Königinnen so ungefähr 4. Die Art kann ich selber leider nicht ganz bestimmen. Allerdings ist zumindest meine Vermutung, dass es sich um die Art Monomorium superbarcum handelt. Und wenn dies richtig ist, dann gehören die hier gar nicht nach Kreta. Ist egal, denn dort leben sowieso zum Großteil nur invasive Arten. Also ich habe dort total viele Paratrichiner gesehen und auch viele der Phaidole schienen mir jetzt nicht so, als wären sie Palidula oder so, sondern eher wie Indica, die da ja auch nicht unbedingt hingehören. Naja, es gibt eine gute Nachricht, und zwar steht diese Kolonie zum Verkauf. Also wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden, Preis klären wir dann nochmal per E-Mail und so. Ja, und in diesem Schuhkarton dort hinten sind keine Schuhe, sondern auch Ameisen, die ich auf Kreta gesammelt habe. Und zwar 2 Crematogaster-Königinnen. Davon hat die eine noch ihre Flügel, obwohl ich beide mit Flügeln gefangen habe. Die, die keine Flügel mehr hat, die hat die sofort im Reagenzglas abgeworfen. Und da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass die es schafft. Die werde ich danach einem Freund schenken. Also keine Hoffnung machen, dass ihr die auch kaufen könnt. Die andere Königin, die habe ich gefunden, als sie bei uns vor der Ferienwohnung auf dem Fenstersims schmorte. Und ja, habe ich gerade so gerettet. Ich weiß nicht, ob die begattet ist, und ich weiß auch nicht, ob die vielleicht einen kleinen Schaden von der vielen Hitze ertragen hat. Wird man ja sehen, ob die gründet. Die beiden anderen Königinnen, die schätze ich Phaidole oder Solenopsis sind, ich habe leider keine Ahnung, die haben ja beide keine Flügel mehr, die habe ich auch beide ohne gefangen, aber ich habe sie beide gefangen direkt neben dem Nest der Art, also der gleichen Art, ne? Und die haben kurz davor geschwärmt und ich bin mir nicht sicher, ob die nur ihre Flügel abgeworfen haben, gar nicht begattet sind, denn die haben sich auch nicht wirklich daran gemacht, abzuhauen oder so. Also bin ich ein bisschen verunsichert. Die Camponotus-Königin hat meine Mutter gefangen und da die auf unserem Balkon war, schätze ich, dass die begattet ist, aber sie hat auch noch nicht ihre Flügel abgeworfen. Und die ganz, ganz kleine Königin, die ist so gegen kurz vor 12 nachts durch das Fliegengitter in den Flur gekrochen und die hat einen Flügel abgeworfen. Den Rest anscheinend nicht. Ich verstehe nicht, warum. Vielleicht zu viel Stress und ja. Auch bei all diesen Königinnen könnt ihr mir gerne bei der Bestimmung helfen. Bei diesen Solenopsis oder Phaidole habe ich auch noch Bilder. Da könnt ihr dann sicherlich ein bisschen besser helfen. Ja. Und generell einmal, soweit ich weiß, ist es legal, Ameisen in der EU unangemeldet zu befördern. Außer es sind geschützte Arten, dann darf man das nicht. Aber sonst spricht er jetzt eigentlich nichts gegen. Mir zumindest hat das Mitnehmen jetzt keine Probleme gemacht. Ich kann euch natürlich keine Garantie geben. Ihr solltet euch nochmal selber informieren. Ja, und hier links seht ihr so eine kleine Dose, so ein kleines Gläschen. Und da ist Zuckerwasser drin, das hat mein Opa in den Ferien hier den Ameisen gefüttert. Und ich kann ihm nochmal nur dafür danken. Ohne seine Hilfe, ja, könnte ich gar nicht so einfach wegfahren und so. Und das, was ganz links oben im Bild steht, das Holzkunstwerk,
wo eine Monica Rubida, Königin, abgebildet ist, hat mir meine amerikanische Instagram-Freundin gemacht. Ich verlinke sie euch in der Beschreibung. Und falls ihr auch sowas haben möchtet, könnt ihr sie mal gerne anschreiben. Dann kommt ihr sicherlich ins Gespräch. Ja, und während jetzt etwas B-Roll läuft, möchte ich euch erklären, warum ich mit YouTube aufhören möchte. Ich möchte das nicht übermäßig dramatisch machen, ist ja vollkommen okay und so. Aber einfach mal so als Aufklärung, da mich persönlich das ziemlich triggert, wenn Leute einfach so mit YouTube aufhören und kein Video dazu machen, sondern einfach zack, weg. Ja, und zwar, der erste Grund ist natürlich, ich habe nicht mehr so viel Spaß hier dran wie früher. Also Videos schneiden macht mir echt wenig Spaß und Videos aufnehmen kann mir Spaß machen, wenn es schnell geht und ich in so einem Flow bin, aber macht's halt nicht immer. Jetzt zum Beispiel habe ich auch mehrere Versuche für den einen Teil des Videos hier gebraucht und davor lief es total flüssig. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen nervig. Ja, ein anderer Grund ist noch, dass die Ameisenzähne jetzt wieder gewachsen ist. Damals hatte ich ja angefangen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Ameisenzähne schrumpft. Die alten großen Kanäle wie der Insektenprofi und Jans Mikrokosmos hören irgendwie so ein bisschen auf. Und ja, da gab es auch noch andere Kanäle, die sozusagen einfach aufgehört haben. Und da hatte ich so das Gefühl, dass man es als Anfänger jetzt immer schwieriger hat. Und deswegen habe ich angefangen. Aber jetzt ist die Ameisenzähne ja wieder wirklich gewachsen mit vielen jungen, neuen Kanälen wie NaturJ, meinem guten Kollegen, Eri Ants, Royal Ant und Ameisen Alex. Gibt es ja auch noch mehr andere, ja, schöne kleine Kanäle, von denen man was lernen kann. Ja, und der letzte Grund ist, dass ich einfach nicht mehr wirklich so viel Zeit habe. Schule nimmt jetzt immer mehr Zeit ein und auch die Makrofotografie macht mir einfach mehr Spaß. Und auch die anderen Hobbys habe ich davor immer so ein bisschen schleifen lassen. Liegt jetzt nicht unbedingt an den Videos, aber einfach so, ja, halt so ein bisschen mehr den Kopf frei bekommen. Auch wenn man jetzt nicht so wirklich viel Zeit in YouTube investiert, also ins Videos machen, so dass Kommentare lesen, Kommentare beantworten, aktiv sein, so bei anderen in den Kommentaren und so. Das bleibt halt so im Kopf und auch so, dass man ein Video zu machen hat, das bleibt auch im Kopf und das belastet einen so halt so ein bisschen. Ja, das sind meine Gründe und jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Tipp für die Makrofotografie bzw. generell für das Filmen und Fotografieren geben, denn viele Ameisenkanäle haben super coole Kolonien und so und ja, man sieht aber nie so wirklich Hammeraufnahmen und ich finde das schade, weil man dafür im Grunde gar kein teures Equipment braucht. Man braucht noch nicht mal eine richtige Kamera. Also mein Equipment kann ich euch ja jetzt mal hier schnell vorstellen. Das ist die Lumix G81. Eine tolle Kamera und wie jede Kamera hat sie einige so Probleme oder Makel. Und das liegt vor allen Dingen auch am Sensorformat, aber es ist bei jeder Kamera irgendwas anderes. Genauso wie bei jedem Objektiv ein anderes Problem herrscht. Mein Objektiv, das 60mm Objektiv von Olympus, finde ich super. Allerdings gibt es ja auch halt immer so Sachen, die ärgern einen dann irgendwie, ne? Aber das Wichtigste ist, und da setzt auch mein Tipp an, ein Blitz. Bei der Fotografie ist ein Blitz echt im Grunde essentiell. Es ist unglaublich schön einfach, Bilder mit einem Blitz zu machen. Jetzt gebe ich euch mal zwei Beispielbilder. Und da sieht man auch nochmal noch einen Unterschied von Blitz zu einem diffusen Blitz. Und zwar, wenn man einfach nur mit dem Blitz arbeitet, dann ist das Licht sehr, sehr punktuell und wirft harte Schatten. Aber
wenn man etwas benutzt, wie einen Diffuser, dafür kann man Papier nehmen, so Schnellhefterfolie, also die durchsichtige Folie davon mit Papier kombiniert, oder ich persönlich benutze im Moment 0,3 mm dickes Polystyrol, und ja, es gibt viele Materialien, mit denen das super geht. Und der Effekt ist einfach, dass das Licht auf eine breitere Fläche verteilt wird und euer Objekt von allen Seiten anstrahlt und dadurch keine starken Schatten entstehen, und da werden Bilder dann einfach viel, viel schöner. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Videodrehen, deswegen gibt es ja Softboxen und so. Man muss jetzt keine teure Softbox kaufen. Ich zum Beispiel habe mir eine recht günstige Videoleuchte gekauft. Ich verlinke sie euch in der Beschreibung. Und auch damit kann man halt einfach schon mal super Aufnahmen machen. Und wenn man jetzt keine so eine Videoleuchte kaufen möchte, könnte ich mir gut vorstellen, dass es schon deutlich hilft, wenn man einfach eine Lampe nimmt oder so und so in 20 cm Abstand da ein DIN A4 Blatt irgendwie vorbefestigt und man einfach so deutlich besseres Licht hat. Also das ist mein Tipp. Ihr braucht einfach nur Licht, dann kann man auch mit einem Handy super Aufnahmen machen. Die heutigen Handys sind echt unfassbar gut mit der Software und mit den Sensoren, aber es ist halt so, wenn man auch nur ein bisschen zu wenig Licht hat, sehen die Aufnahmen direkt grottig aus. Ja. Gut, ich denke, ich beende das Video jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Schaut gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Dort bekommt ihr dann halt weiterhin Updates und ihr seht tolle Fotos. Der Kanal hier wird nicht gelöscht, sondern nur inaktiv. Also es kommen ab und zu vielleicht noch Videos. Sonst könnt ihr gerne beim Naturjot vorbeischauen. Der macht tolle Videos und deutlich häufiger als ich. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.